Servus, Freunde des Ballsports. Es gilt als offenes Geheimnis, dass wenn ein Spieler gerade in der deutschen Nationalmannschaft spielt und dort einer der Besten ist, dann ist er auf jeden Fall auf der Wunschliste des FC Bayern Münchens. So eben auch bei Kai Havertz, denn er wird jetzt schon seit geraumer Zeit in Verbindung mit dem FC Bayern München gebracht. Zuletzt war ja in den Meldungen die Medienrunde, wonach die Münchner ja im vergangenen Sommer erneut sich mit dem Offensiv-Allrounder beschäftigt hatten. Sie hatten überlegt, ob sie ihn holen und damit einen richtigen Lewandowski-Nachfolger verpflichten. Ja, Kai Havertz ist kein klassischer Mittelstürmer, eher so eine hängende Spitze, aber er kann das auf jeden Fall spielen und hätte auf jeden Fall jetzt, wie wir ja gestern alle gesehen haben, wahrscheinlich auch dem FC Bayern München in dieser Hinrunde weitergeholfen. Und jetzt hat eben ein Chelsea-Insider dazu passend geleakt, dass Kai Havertz selber wohl nicht abgeneigt sein soll. Und es soll jetzt möglicherweise im nächsten Sommer eben schon soweit sein, denn Kai Havertz, liebäugelt mit einem Wechsel zum FC Bayern München. So zumindest sagt es der Chelsea-Insider Simon Phillips, denn der sei nicht abgeneigt. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass es jetzt wohl auch bei ihm Interesse gibt und das ist wohl auch schon eine ganze Weile so. Man wartet auf Seiten des FC Chelsea wohl einfach auf ein Angebot der Bayern im nächsten Sommer. Es ist eigentlich relativ klar, dass eins kommen wird. Zumindest auf Seiten des FC Chelsea rechnet man fest damit und Kai Havertz ist durchaus offen für einen Wechsel. Denn hätten die Bayern in diesem Sommer ernst gemacht, dann hätte Kai Havertz sich dafür eingesetzt, dass er eben auch nach München wechseln kann. Also hier auf jeden Fall möglicherweise im nächsten Jahr eine Bundesliga-Rückkehr. Kai Havertz könnte das fehlende Puzzlestück sein im Angriff des FC Bayern Münchens. Ja, er ist keine klassische 9, aber ich denke, er kann diesen Stürmerpart auf jeden Fall sehr, sehr gut spielen und könnte dann auch nach und nach eben Thomas Müller beerben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was jetzt bei rumkommt und bin gespannt, wo dann Kai Havertz im nächsten Sommer landet oder ob er eben weiterhin bei Chelsea bleibt. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen, ihn wieder zurück in der Bundesliga zu sehen. Was ist denn eure Meinung zum Thema? Gerne mal in die Kommentare damit und bis dann, Leute.